ein Befehl? Ich mach's so schmerzlos wie möglich. So, jetzt ist bei dem Schakal-Schaman loswerden. Jetzt kann ich Fledermäuse loswerden. Stirb, na. Ja, gewiss. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Kommen da immer wieder Klapperzos oder was ist los? Dein Befehl? Und wie lange hebt dieser Scheiß, ey? Kann ich helfen? Okay, sie heilen ist keine gute Idee. Halte ich erstmal selber. Ja, weiter. Sag, was du von mir willst. Ernsthaft, wie lange hebt der Irrsinn diesmal? Dein Befehl. Wieso? Was für ein Käse ist das gerade gewesen, ey? Dass dieser Wahnsinn so lange heben muss. Der Stein scheint von unterdrückter Macht zu pausieren. Als ihr euch nähert, stehen euch die Haare zu Berge. Ach, deswegen, hier sind zwei Beschwörer. Die beschwören die ganze Zeit Klapperzus. Das erklärt's natürlich, die ganze Scheiße. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Von mir willst. Jetzt soll ich jetzt erstmal weg mit denen. So, dann Hände auflegen auf dich. Du hast das Ding schon angelegt. Wie kann ich helfen? Ich fürchte mich. Dein Befehl. In Ordnung. Ernsthaft. Was, wenn es dein Wunsch ist? Kann ich helfen? Ja, du kannst eine Hast machen. Ist etwas nicht in Ordnung? Tu ein Gebet. Du kannst Schuss mit den Füßen machen. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Für meine Stelle an die Klinge! So, jetzt müssen die Fledermäuse weg. Die sind nämlich nur im Weg. Euer Ende ist nah. Vorwärts. So, jetzt müssen die Beschwörer hier weg. Spür meine Stelle, ich kann damit schützen.
So, das sollte hoffentlich verhindern, dass weitere Glabberzes auftauchen. Sag, was du von mir willst. Monolithenkreis Höhle. Da geht's auch noch mal in eine Höhle. Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich bleiben. Was ist los? So soll es geschehen. Muss ich das da vielleicht hier ablegen? Nö, das macht nicht wirklich was. Ach, noch mehr Schutzringe, hä? Böser Erzmagier, böser Erzmagier, Schutzring. Ich habe wieder so einen Stein berührt. Okay, gucken wir mal. Brandöl. Magiewiderstand. Gut, so ein Ding. Und was ist, steht auf der Schriftrolle? Dieses eingerissene Pergament erhält nur einen Eintrag. Ich bin dabei, das Portal zu untersuchen, um herauszufinden, wie der Meister es verändert hat. Wenn ich dabei erfolgreich bin, werden wir endlich seiner Tyrannei befreit sein. Mein einziger Hinweis ist eines seiner schwachsinnigen Rätsel. Der Himmel liegt über uns, Erde und Meer darunter. Die Sonne fliegt dahin, Tag wird zur Nacht gar munter. Die Jahreszeiten ändern all unser Wissen. Die Steine 5 an der Zahl erwecken das Portal. Und der Weg wird nach Hause fließen. Was ich dem Rätsel entnehme, ist, dass 5 Edelsteine benötigt werden, um das Gerät zu aktivieren. Jeder der Edelsteine repräsentiert einen der 5 Aspekte des Tores. Himmel, Tag, Erde, Meer und Nacht. Nur durch das Platzieren eines richtigen Edelsteines an seinem entsprechenden Platz kann das Tor geöffnet werden. Dies erscheint mir recht unkompliziert zu sein und genau deshalb bereitet es mir Sorgen. Es sieht dem Meister gar nicht ähnlich, so offen zu sein. Ich bin davon überzeugt, dass die Edelsteine, was auch immer sie sein mögen, auf irgendeine Weise verändert werden müssen. Das würde die Zeile über die Jahreszeiten erklären. Ich muss noch mehr darüber nachdenken. Wie kann ich helfen? Also ich nehme mal an, das hier ist das Portal, was wir öffnen müssen. Hier ist eine Höhle, hier geht's auch in eine Höhle. Die große Frage ist, sind die Höhlen miteinander verbunden? Sind sie dasselbe Gebiet? Hi. Eingefasster Stein zu den Jackalhöhlen. Also das hier sieht aus wie ein separates Gebiet. Bereit zu neuen Taten. Dein Befehl? Jawohl. Woran hast du gedacht? Kann ich helfen? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Mich hat schwer erwischt. Worum handelt es sich? Ja. Brauchst du mich? Mich hat schwer erwischt. Ja? Ich bin hier. Was? Verstanden. Ich brauche einen Heiler. Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Sofortiger Rückzug. Ach du meine Scheiße. So viel dazu. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Autosave, als wir hier reingegangen sind. Es soll geschehen. Die Dämonen des Schlafes. Weiter! Okay. Dankeschön.
Sofort! Echt mich! Okay. Kann ich helfen? Die Dämonen der Schlacht sind ja In Ordnung. Irgendwie muss das ja gehen. Es soll geschehen. Weiter. Schmerzlos wie möglich. Sag, was du von mir willst. Brauchst du mich? Du, Heilim. Also, sie kommen nicht raus, das ist das Gute. Ich werde tun, was ich kann. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass du eine Steinhaut kriegst. Wie kann ich sofort? Ich mach so schmerzlos wie möglich. Okay. Wie kann ich weiter? Kann ich sicher? Ja, gewiss. Genau, die Hunde, ihr seid langsam, greift irgendwas anderes an, was sich besser wehren kann. Sag, was du von mir willst. Ich brauche einen Heiler. Jawohl. Ich brauche immer Heiler. Okay, das sind auch zu viele Hunde gerade. Wie kann ich helfen? Mögen die Götter mich schützen. Ein Befehl. Ja. Hand auflegen auf Hagrim, bitte. Sag, was du von mir willst. Ich brauche einen. Wie kann ich gewinnen? Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Bitte schnell Rückzug. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Vielleicht sollten wir eine Rast. Ich bin müde. Wir müssen rasten. Wenn ich noch einen Schritt mache, fallen mir die Füße ab. Ich muss Vita, Mortis, lass uns eine Rast machen. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Okay. In Ordnung. Das sollte vielleicht sogar gerade reichen. Gewiss. Ich höre ja? Mit Vergnügen. Ich fürchte, ich hatte es erwischt. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich brauche Heilung. Nein, ihr Frauen. Ich hoffe, dass ihr die endlich tot kriegt. Es kann doch nicht sein, dass ein paar Schakale euch platt machen. Meine Güte. Ach, wir können hier nicht mal rasten. Was? Kann ich helfen? So, du und Stufenaufstieg. Rettungswürfe. Erster und zweiter Grad kriegen einen zusätzlichen Zauber. Ist nicht so, als ob wir hiervon schon genug hätten. Ja. Ich werde mein Bestes geben. Ein Feuerachat mit Einsprengsel. Okay. Was ist mit Vergnügen?